Die Menschen auf der Nordhalbkugel wie hier in New York sind Zeuge einer spektakulären partiellen Sonnenfinsternis geworden. Das Himmelsereignis war für Beobachter im Nordwesten Nordamerikas, in Teilen Europas und in Teilen Nordasiens sichtbar. Erstmals seit 6 Jahren war auch in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis für etwa 2 Stunden zu sehen. Der Höhepunkt, also die maximale Bedeckung, trat je nach Standort zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr ein. Je nördlicher der Standort, desto größer war die Verschattung. In List auf Sylt und in Flensburg waren etwa 20% der Sonne bedeckt, in Hamburg etwa 17%, in Hannover 15%, in Süddeutschland waren es nur etwa 6%.